So, wir haben Airline-Schienen auf dem Dach, denn dieser Bus bekommt eine Dachterrasse. Falsches Thema, Spaß, es geht um die Airline-Schienen. Auf dem Dach sind C-Schienen. Scheiße. Gute. Moin. Wir haben die Airline-Schienen aus unserem Bus rausgeholt. Zum einen bedeuten sie für uns Gewicht, zum anderen wussten wir nicht genau, wie wir sie in unsere Pläne mit einarbeiten sollen. Und dementsprechend, wie ihr hier so am Rand seht und auch gleich in den Bildern, sie sind weg. War letztendlich immer so ein Zwischenspiel aus total der Kampf und sie ging quasi von selbst einfach relativ leicht ab. Die Vorgehensweise war eigentlich quasi immer dasselbe. Ihr braucht einmal ein Schneid- oder Bohröl, um einfach den Bohrer ein bisschen zu entlasten. Kauft euch einen relativ guten Bohrkopf. Wir haben welche zugeschickt bekommen, weil uns gesagt worden ist, die aus dem Baumarkt würden nichts taugen. Genau, und haben das Bohröl quasi einfach auf die Nieten ein bisschen drauf gesprüht, dann gebohrt. Und dann hatte man meistens den Kopf irgendwann von der Niete einfach, der hat sich dann quasi um den Bohrer drum gewickelt. Den konnte man dann natürlich abmachen. Das habe ich quasi einmal einfach auf der kompletten Schiene gemacht. Dann bin ich hingegangen und habe mit dem Heißluftföhn die Schiene wirklich mal heiß gemacht. Noch nicht komplett, sondern erst so am Anfang, so die ersten 2 bis maximal 3 Nieten. Dass ich die dann so ein bisschen mit dem Spachtel einfach hervorheben konnte, um dann einen Spanngurt unterbringen zu können. Oder generell auch jeden anderen Gurt. Einfach, dass ich was hatte, womit ich mir quasi eine Schlaufe machen konnte. Das hing dann hier so, ich habe mir die Schlaufe gemacht und dann konnte ich hier dran eben ordentlich ziehen. Und dann hat es irgendwann plopp gemacht und das Ding fiel runter. Und das macht man halt einfach ein paar Mal. Man verbiegt die Schiene tendenziell auch ein bisschen, aber das ist alles schon irgendwie machbar. Ja, man muss schon ordentlich ziehen. Ein paar Schienen gingen wirklich ganz gut raus. Also da hast du einmal gezogen und die 5 Nieten sind dann da rausgesprungen. Ich bin so halb irgendwie zurückgefallen. Andere waren halt wirklich schwierig und da habe ich die Schiene einfach umgebogen. Also wirklich diese Metallschiene oder Aluschiene quasi einmal um sich selbst gedreht. Handschuhe bieten sich dafür an, denn später, wenn ihr so 2, 3 Nieten abgezogen habt, nehmt einfach die Handschuhe, fasst diese Schiene an, ihr habt deutlich mehr Kraft, wenn ihr es quasi mit den eigenen Händen, Armen, Muskeln, ja, genau, Bizeps, damit quasi ziehen könnt und quasi nicht diese Verlängerung Spanngurt habt, dann geht es eigentlich relativ entspannt raus. Ja. Wenn sie dann runter sind, dann habt ihr tendenziell durch das Durchbohren noch so die halben Nieten in den dafür vorgesehenen Löchern stecken. Und die müssen auch noch raus. Und wir haben das jetzt so gelöst, wir hatten einen verzweifelten Anton und eine Jule. Spaß. Auf jeden Fall haben wir es so gemacht. Ich glaube, ich habe mir einen Hammer genommen, Zewa, also einfach ein bisschen Küchenrolle, damit ich nicht mit dem Hammer direkt aufs Blech haue. Und habe dann die einzelnen Nieten immer so ein bisschen rausgekloppt nach hinten durch. Dann fallen sie eigentlich ja, irgendwo ins Auto, entweder Zwischenblech oder direkt nach unten durch. Und da könnt ihr sie entweder einsammeln oder ihr müsst noch mal ein bisschen rumstochern, damit ihr es bekommt. Sie haben auch hinten so einen kleinen Klebepinöppel oder Gummidichtung, wie auch immer. Also man kann sie nicht einfach nach vorne rausziehen. Haben wir auch versucht mit einer Zange. Im Nachgang wussten wir dann, warum das nicht funktioniert hat. Genau, und insofern, das ist dann auch eine Möglichkeit. Und dann würden wir euch empfehlen, einfach die Löcher nochmal mit ein bisschen Lack einzuschmieren, damit es auch nicht anfängt zu rosten. Und dann kann man diese Löcher auch später vielleicht für andere Dinge verwenden. Das seht ihr aber in anderen Videos, zum Beispiel zum Bettbau. Wenn das Video online ist, dann verlinken wir das hier oben in der Ecke. Bis das online geht, wird es aber noch ein bisschen dauern, weil kommen erst noch ein paar andere Videos. Ja. Okay. Okay. Tschüss. Oder hatten wir noch was? Nee. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie man Airline-Schienen rausmacht und insofern wünschen wir euch ganz viel Spaß und vielleicht ein bisschen mehr Glück als bei uns. Tatsächlich, Spoiler, man kann auch versuchen, die auf eBay noch zu verkloppen, wenn man sie gar nicht mehr gebrauchen möchte, denn so habe ich mir das sagen lassen, die sind relativ rar. Dementsprechend schaut nach, ob die auf eBay bei euch verkauft werden, was dafür so genommen wird und kloppt halt einfach mal ins Netz, wenn ihr sie nicht mehr haben wollt. Wir haben es versucht, mein Preis war vielleicht bisher noch so ein bisschen utopisch, deswegen hat sie noch keiner mitgenommen. Zur Not schneiden wir uns einfach so ein paar Stücken aus und machen dann nachher hier. Dann kommt eine Heckgarage rein, uns irgendwie am Boden oder an der Seite mal vielleicht auf irgendwie so ein Stückchen die Airline-Schienen wieder rein, dass man einfach was hat zum Befestigen. Aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Anton hat halt versucht, mit den Airline-Schienen den ganzen Bus zu
so schlimm ist auch nicht. Reinvestieren, aber, ja, das ist ja, das Wort. Ja, das hat nicht funktioniert. Nee, ja. Noch nicht.